something different, something fresh. Hallihallo, ich bin's wieder, eure verdammte Axt in eure Gesichter, in mein Gesicht, in allen Gesichtern auf dieser Welt. Heute mit einem Special Mellow in the House von Gnadenlos hat die 6000 geschafft. Unmögliche, unfassbare 6000. Er ist die erste deutsche Legende, die es geschafft hat. Die anderen werden von Chinesen und irgendwelchen Arabern gezockt. Und er ist die Nummer 1, der wahre Gott von Gnadenlos von Clash of Clans. Und so wie ihr seht, schnappt er sich den ersten, den Turbo von Clash Akademie, und wird ihn zerstören und rasieren, Jungs. Glückwunsch an Mello. Richtig, richtig brutale Leistung. Der hat nicht geratzt, nicht. Alter, der hat das auch noch alleine gemacht, alle. Der hat 5, 6 Accounts und alle sind auf Legende. Und herzlichen Glückwunsch an ihn. Richtig, richtig brutal, Jungs. Gnadenlos, der Anführer von Gnadenlos, Mello in the House, hat es geschafft. 6000. Er war schon bei 6030. Auch global, glaube ich, 15., 14. Richtig, richtig brutal ist abgegangen. Und dann, heute für ihn hat er gar nichts gefunden. Hat dann eine minus 16 bekommen von leider einem Deutschen. Da hätte ich mal gewünscht, dass er ihm die Pokis schenkt, aber in Deutschland wird einem nichts geschenkt, Jungs. Nichts! Das zweite, was ich euch sagen wollte, natürlich Mello 6000, und das zweite ist, mein Abo-Clan war ist gestartet. Also nicht gestartet, ich habe den Clan schon aufgemacht und der ist schon einigermaßen voll. Wir haben schon 20, 30 Leute, die hier schön chillen, schön am Jagen sind, schön am Pokis jagen sind, und das ist richtig, richtig cool. Mello und einige coole Kumpels von mir sind dabei. Morgen werden natürlich viel, viel mehr mitmachen, und ich hoffe, dass wir so ungefähr 45, 50 Leute zusammenkriegen und dann richtig brutal abgehen, richtig zerfetzen und zerstören. Über 100 Euro iTunes und Google Plus Karten wird es zur Verlosung geben. Die besten 3 oder 4 werden die Gutscheine bekommen, und hier seht ihr, Alter, hat Mello Glück, Alter. Mello findet seinen kleinen Account, seinen zweiten Account, den er bei Gnadenlos 2 geparkt hat, und greift ihn an und zerstört ihn fast. Alter, der weiß genau, wie er angreifen soll, wo die ganzen Fallen versteckt sind, und das ist richtig brutal, Alter. Mello hat hier seinen eigenen kleinen Account gefunden und ihn versucht zu rasieren mit Bowler in the House, Alter. Bowler, bis der Arzt kommt. Miner sind Game Over, Jungs, Alter. Miner werden überhaupt nicht mehr benutzt. Miner sind das, Alter. Sind Rest in Peace. Rest in Peace. Die gehen wieder in Tunnel und begraben sich, bis die wieder gebraucht werden. Ne, Jungs, Alter, brutal, Alter. Bowler sind Bowler an die Macht. Meine sind rasiert und sind platt, Alter. Sind destroyed, Jungs. Und hier findet Mello von Gnadenlos den Mello von Gnadenlos 2 und rasiert ihn und macht ihn platt. Wie gesagt, 100 Euro wird es geben, mindestens. Ich guck mal, ob ich da noch ein bisschen was raufpacke. Ne, meine Jungs, Alter, die besten 3, 4 Fights werden das bekommen. Da werde ich das den Leuten überlassen, die im Clan morgen sind. Da werden wir ein bisschen schnacken, wie wir das machen. Ob wir wie letztes Mal wieder 3 Stimmen haben und die dann geben für die besten Fights im Clan war. Und dann werden die belohnt mit Gutscheinen, Jungs, Alter. Gutscheine, bis der Arzt kommt. Richtig, richtig brutal, Jungs. Richtig geil. Ich bin jetzt schon fast bei 3100, Alter. Das geht rasend schnell, Jungs. Rasend schnell. Rasend schnell. Geht das, Jungs? Heißt das so? Wird das so benannt? Ja, es wird so benannt. Der Flugproof von Fun, der war dann bei mir und hat mir dann auch ein Fight geschenkt. Der war dann, wo ich diesen Mello 6000 Clan aufgemacht habe. Ja, wo ich dann von ihm die 5 Fights bekommen habe. 5 oder 6 Fights habe ich von ihm bekommen. Und dann ist der Flugproof gekommen und hat gesagt, Alter, herzlichen Glückwunsch, Mello und Ötzi, herzlichen Glückwunsch zu 3000 Abonnenten. Hier hast du einen Fight für mich. Für dich, für deinen YouTube-Kanal, hat er gesagt. Kannst du auch mal zeigen, wenn du Bock hast. Ne? Da habe ich diesen Yada, den Araber,
platt gemacht und rasiert. Der Flugproof vom Funk, der ist jetzt auch gerade bei uns. Ist auch am Looten gerade. Ich hoffe natürlich, dass er morgen auch mitmacht beim Clan War. Es haben jetzt schon vier Clans gefragt, ob die gegen uns Clan War machen können. Das will ich auch den Leuten morgen überlassen, ob wir einfach. Einfach auf die Start drücken, Alter. Es ist 1 Uhr. Ich dachte mir, ich mache noch ein kleines Video, Alter, bevor ich. Ihr wisst genau, Alter. Ich habe morgen meinen Abonnentenclan. Boah, ich habe keine Zeit, Alter. Ich habe keine Zeit. Ich werde morgen live streamen, Jungs. Live streamen. Am Samstag werde ich live streamen. Dann werdet ihr dann natürlich sehen, wie die Fights sind, wie wir fighten, wie wir abgehen, bis der Arzt kommt, natürlich. Und da dachte ich mir, dass ich das Video jetzt hier ein bisschen so. Rein Donner, so am späten Abend, obwohl ich morgen Frühschicht habe und um 5 Uhr aufstehen muss. Was heißt 5 Uhr? 5 Uhr bin ich schon unterwegs. Um 4:30 stehe ich auf. Genau. 4 Stunden muss ich aufstehen. Da muss ich das Video noch zusammenschneiden. Da muss ich das Video noch hochladen. Da muss ich alles noch machen. Verdammt, alles noch mal. Ja. So wie ihr seht, Ötzi gönnt sich keine Ruhe, keine Pause, Jungs. Und für die Leute, die mich neu abonniert haben und Rocket League Videos sehen wollen, Jungs, Alter, Jungs, ich werde am Wochenende Rocket League liegen, bis der Arzt kommt, Alter. Bah! Ich habe mir 60 Schlüssel gekauft. Boah, Jungs, Alter, die sind jetzt im Ofen und die werden jetzt gebacken, 7 Tage. Jeder, der Rocket League kennt, weiß, was das bedeutet. In 7 Tagen sind die Schlüssel fällig, Jungs, Alter. Da werde ich ein bisschen einkaufen, da werde ich mal ein bisschen so, bunte Räder kaufen und so ein bisschen so schön Lack und so, ne? Da werde ich meine Autos schön machen bei Rocket League und da werde ich abgehen wie Schmitz Katz, Jungs, Alter. Wie Schmitz Katz will ich abgehen. So wie der Mello hier von Gnadenlos, der den Toke von Dansvoxen platt macht. Dansvoxen Clan, also ich glaube, das ist so ein dänischer Clan, Alter, der gerne Wop ist. Ja, da hat er hier schnell Prozess gemacht, 2 Sterne, zack, und hat dann auch sofort beendet und dann weiter loopen, bis der Arzt kommt. Er wollte natürlich 6000 machen und hat es geschafft. Es war 6030 gewesen, Jungs. Alter, brutal, Alter. Mello, mein Freund. Mello kommt aus Pforzheim. Richtig, richtig dufter Typ, also wir hatten noch ein bisschen Streit, wie ihr wisst, unter Kanaken, Alter, ist das manchmal so, dass man so Schwanzvergleich macht, Alter, tschüss, Alter, dann habe ich das jetzt gesagt, nee, ich habe das gerade nicht gesagt, ne, Pidel-Vergleich macht, und da sind wir ein bisschen aneinander geraten, haben ein bisschen Streit, 1-2 Mal, aber wir haben uns natürlich wieder vertragen, wir sind ja auch erwachsene Leute, nehmt mal Jungs, wir sind erwachsen und haben es nicht nötig, zu stressen, Streit zu haben, Jungs. Nee, das haben wir nicht nötig, Jungs. Jeder, der mit mir streitet, kann mit mir reden, Alter. Da kann man reden und dann vergessen wir die Sache einfach. Nee, mein Jungs, dann vergessen wir sie einfach. Alle Leute, die das Video gucken, alle Gnadenlosen da draußen, ich grüße euch alle, Jungs. Jungs, ich war über fast 1,5-2 Jahre gnadenloser, Jungs, Alter, ihr seid brutal Deluxe, aber natürlich, ich bin brutaler mit meinen Jungs und morgen werden wir Abo-Clan-War machen, 3000 Abos, eigentlich müsste das ja schon 3100 Abo-Clan-War heißen, Alter, und bald mache ich meine 4, 5, 6, 7, 800.000 Abonnenten und dann geht ab mit Schmitzkatzen, richtig geil, was steht hier, dein Dorf wird angegriffen von einem Chinesen, Bruce Lee? Das ist Bruce Lee. Ah, brauche ich gar nicht gucken. Bruce Lee plättet mich, Alter. Boah, ich habe 6-7 Millionen Gold in der Lexi, Alter. Ich werde gerade ausgeraubt und platt gemacht, Alter. Verdammt, da ist nochmal. Und hier, leider. Guckt euch das an. Mello 6000 steht da. Das war mein Clan, den ich aufgemacht habe. Und da hat er hier 10 Pokale erwischt. 5, meine ich. 5 und danach auch nochmal 10. Richtig, richtig krass für 6000, dass man dann so viele Pokale da einheimst. Es ist brutal. Und natürlich war der Dr. Who auch zu Besuch bei uns. Der ist jetzt auch gerade zu Besuch.
Momo hat eben gerade 10 Minuten die Lupe gestanden, hat gesagt, ich hab keinen Bock mehr, Alter. Ich ran es nicht. Ich hab keinen Bock mehr, die Lupe zu sehen. Oh! Und das ist ja das Geile, Jungs. Ich bin ja jetzt gerade, oh, das ist ein Drachenkampf. Guckt euch mal an, wie er hier den Drachenkampf macht, Alter. Da könnt ihr richtig lernen mit den Drachen. Level 6 in der Haus geht er ab wie Schmitzkatz. Guckt euch das an, links, rechts macht er alles platt, so dass er von der Mitte durchrennen kann in das Dorf. Und Gott, richtig, richtig nice, deise Kampf, Alter. Guckt euch das an. Die Drachen können nur noch in die Mitte. Können sie einfach nur, Alter. Da können sie einfach nur in die Mitte. Verdammt, sag's nochmal. Und guckt euch das an. Die Drachen des Todes werden jetzt hineingeschickt. Der Hund geht jetzt natürlich nach vorne, um die ganzen Fallen auszulösen. Wenn es welche gibt, dann werden die jetzt ausgelöst und die Burg kommt raus. Aber da kennt der Doctor Who gar nichts. Da war er zu Besuch bei Cuxwars. Richtig, richtig brutaler Fighter, Alter. Oh, Der braucht nur Pokidörfer, dann macht er die platt, Alter. Der Momo, meine Damen und Herren, aus Wuppertal. Er ist zu Besuch, er ist jetzt auch gerade bei uns. Wir schnacken, wir haben richtig Spaß miteinander. Nee, und der Dom Mr. Rache und der Robin wollten auch mitmachen, aber die waren, sind ja jetzt bei War Imperium, aber die haben vergessen auf Rot zu stellen. Oh, also richtig schade. Die werden leider nicht mitmachen können. Aber die werden uns natürlich besuchen in dem Clan War. Das haben die mir versprochen, dass die dann vorbeischauen. Schade, schade, Jungs alle. Aber die müssen arbeiten. Die haben Spätschicht. Haben bis 10 Uhr gearbeitet und haben dann nicht aufgepasst. Dann wurde dann um 7 die Clan War Suche gestartet. Und um 8 waren sie dann auf einmal im Clan War und können leider nicht mitmachen, Jungs. Leider werdet ihr Dommes Drache nicht sehen und den Robin, den legendären Robin und den legendären Dommes Drache werdet ihr leider nicht sehen. Mello loopt den ganzen Tag heute und hat nur 5 Pokale gefunden. Das ist richtig, richtig scheiße. Der Rammler von War Imperium. Ich glaube, der ist von War Imperium. Der ist auch verzweifelt. Der hat einen extra Clan gemacht, wo er geschrieben hat, I love you, Supercell. Also ironisch gemeint natürlich, ne? Hier greift Mello wieder einen Chinesen an. Oder ein Japaner ist das. Ich bin mir da nicht sicher. Ich kann das leider nicht so entziffern. Also, irgendwas mit Hasen steht da. Also Hasenbraten, Alter. Er liebt Hasenbraten, steht da. Verdammt, sag's nochmal. Was hast du denn scheiß Clan? Hasenbraten gibt's heute bei dem zu essen. Und ja, wie ihr seht, Alter, er geht mit den Bowlern ab wie Schmitz Katz, Alter. Die sind jetzt in der Mitte und zerstören und rasieren alles weg. Ich hoffe natürlich, dass er noch ganz, ganz viele Pokale findet, dass er global nochmal was reißen kann, Jungs. Ich bin mir ziemlich sicher, wenn Supercell ihm Dörfer gibt, dass er hier zerfetzt und alles rasiert. Aber, Jungs, das ist sehr, sehr schwer da oben. Da bist du 8-9 Stunden am Loopen, am Jagen, dass du mal ein Dorf findest, ne? Verdammte Axt nochmal. Richtig, richtig kacke. Jungs, Abo-Clan. 3000 Abo-Clan War. Es gibt Livestreams, es gibt Fights, die ihr sehen werdet. Es gibt Videos, die ihr sehen werdet. Videos! Wir sind mit 20 Leuten schon in der Top 100 in Germany, Alter. Richtig, richtig brutal. Und wir werden morgen fast 50 Leute sein, Jungs. Fast 50 Leute. Und wenn ihr gegen uns Clan War machen wollt, dann schreibt mir einfach. Ihr findet mich unter Facebook bei Instagram heiße ich Hartagram 007. Auf Facebook heiße ich Verdammte Axt. Da gibt es eine Fanseite. Über 600 Leute, Jungs, alle. Da könnt ihr mir privat schreiben, da könnt ihr mit mir schnacken. Oder ihr kommt mal vorbei bei meinem Clan. Clan War. Abonnenten Clan War. Der Clan heißt Verdammte Axt, natürlich. Weil wie soll der Clan sonst heißen? Verdammte Axt nochmal. Und Rocket League gibt es am Wochenende auch, Jungs. Da habe ich so ein paar Kumpels gefunden, ein paar Suchtis, Alter. Mit denen werde ich das dann zusammen machen. Ich brauche noch so ein Headset, Alter. Irgendwie
iPhone-Headsets gehen an der Playstation nicht richtig, richtig scheiße. Ich hab von Bose, ich hab Dr. Dre-Kopfhörer, ich hab alles, Alter, die gehen nicht, Alter. Hier, der Laden, der geht auch nicht, der wird auch nicht erkannt, Alter. Obwohl ich da über 300 Euro bezahlt hab. Für die Scheiße, verdammte Axt nochmal. Wieso gehst du nicht, du Lappen? Verdammte Scheiße nochmal. Ja, da muss ich mir nochmal ein paar Kopfhörer holen und dann werde ich abgehen. Rocket League, bis der Arzt kommt, Alter. Rocket League. Clash Royale und Clash of Clans. Das sind meine drei Favorites, Jungs. Favorites. Das war's mit dem Video. Mello in the house. 6000 plus und Etsy mit seinen Abonnenten-Klammern. 3000er. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.